Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Teil Clear the Map. Gestern haben wir schon angefangen alles zu reinigen und heute geht's weiter und gestern hat's doch ein bisschen lange gedauert, immer auf die Truppen zu warten und darum schneide ich die Angriffe jetzt alle für euch zusammen. Viel Spaß! Okay, ich zerstöre jetzt einfach die Flammenwerfer, das ist ganz easy, also dieser Angriff, der ist so einfach. Gott, war der Scheiße, okay. Dann friere ich die jetzt einfach mal ein, die paar Bomber, setze eine kleine Heilung dahin und eigentlich ist es dann schon geschafft in 3, aua, 2, 1, 0. Wunderbar. Schön, haben wir irgendwelche Verluste? Ich glaub's nicht. Verluste, du erhältst keine Verluste, wunderbar. Gestern habe ich hier richtig viele Truppen verloren, weil die Verbindung abgebrochen ist. Jetzt zahlen wir 3 Stufen alles heim. Warum das 3 Stufen heißt, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist den Spielemachern einfach nichts Besseres eingefallen. Aber da hole ich mir hinten ein bisschen Energie. Ein bisschen Energy in my life. Ich glaube, das ist der falsche Text. Aber okay, passt schon. Da ist Energie, da bekomme Energie, da haue ich eine Heilung rein. Und damit haben wir hier auch die 3 Stufen geschafft. War ja nur Level 9, war ja nicht gigantisch schwer. Ich auch noch eine Kanone auf das Rathaus drauf, damit es ein bisschen schneller geht. Und da ist auch schon zu Ende. Ist nicht der Ernst, oder? Gestern ist es abgebrochen. Heute bricht es bei 3 Stufen ab. Ich glaube, 3 Stufen will einfach nicht zerstört werden. Ha! 3 Stufen wurde doch zerstört. Und darum greifen wir jetzt gleich weiter an. Nämlich den Übergang. Wir greifen jetzt den Übergang zusammen an. Und der Übergang ist... Ja, der ist wirklich leicht. Zack, zack. Zack, zack. Hau mal da nochmal das... Ja, nicht setze mal. Da habe ich wirklich sehr viele Truppen durch Minen verloren. Und darum sollen die Minen von mir aus gerne alle in die Luft gehen. Dafür verschwende ich dann auch gerne mal. Oh, da hinten ist ein Raketenwerfer, aber ich glaube, der macht uns jetzt nicht so viel Damage, als dass wir hier keine Zeit mehr haben. Jetzt schießt er noch ein einziges Mal, aber das Dorf ist auch geschafft. Den Minenwerfer und die Kanone können wir vergessen. Den Raketenwerfer und die Kanone können wir vergessen. Wunderbar, auch das Dorf ist hier geschafft. Ich glaube, wir haben keine Verluste. Wunderbar. Wir sind auf der Landebahn. Wer hier landet, ist mir noch ganz unbekannt. Aber ich weiß, dass nachdem wir hier drüber gelaufen sind, keiner mehr so schnell landen wird. Denn jetzt landen wir mit unseren Schiffen. Und ich find's einfach geil, wie unsere Truppen da einfach vorschwimmen. Und die Gegner, die Landebahn hat keine Chance. Sie hat einfach keine Chance. Ich kann jetzt sogar noch auch einfach aus Prinzip eine Heilung reinhauen. Einfach nur, weil wir es können. Was ist denn da? So, die Laufbahn hat mir gerade den ganzen Tag versaut. Aber ich versau ihr jetzt das ganze Leben, denn die Laufbahn wird jetzt einfach mal schön weggefegt. Da wird keine Landebahn mehr sein. Wow, habe ich gerade Laufbahn gesagt? Vergesst. Da wird gleich keine Landebahn mehr sein, denn hier sind jetzt wir und wir zerstören hier alles radikal. Und wenn die Verbindung nicht immer so scheiße wäre heute... Alter, ich will eine bessere Internetverbindung. Kriegen wir das mit den Raketen weg? Kriegen wir das mit den Raketen weg? Komm. Wunderbar. Haben wir noch ein paar Kanonen drauf. Mehr. Yeah. So, das ist auch der Sieg. Keine Verluste. Wunderbar. Und wir haben sogar ein Lebensfragment bekommen. Die nächste Insel heißt Stiche. Und ich kann hier gerade gar nicht nachvollziehen, warum die Stiche heißt. Der Einzige, der hier sticht, das bin ich mit meinen schönen Raketen, die hier alles zerstechen. Die alles zerstechen, komm. Danke, so gefällt mir das. Jetzt kommen die Truppen, ich glaube die Kanone da hinten sollte uns keinen großen... Sollte uns keine große Mühe sein. Wo gehen die Truppen hin? Die sollen alle schön aufs Rathaus. Ah, scheiße, jetzt habe ich das Rathaus. Ah! Vergesst. Ich bin schlecht im Angreifen.
Okay, ich glaube, wir haben sogar einen Verlust, oder? Haben wir Verluste? Jetzt wird's spannend, haben wir Verluste? Weil die Bogenschützen haben jetzt doch ein bisschen Damage gemacht, aber eigentlich dürften keine Verluste. Ja! Keine Verluste, so gefällt mir das. King Hong, Hing Hong, Hing Hong Hong heißt der erste Gegner, den ich heute mit euch zusammen angreifen werde. Er ist Level 22 und dann schauen wir doch mal, was er so drauf hat, was sein Dorf alles so kann. Ich hoffe nur, dass die Verbindung jetzt nicht abbricht. Die erste Kanone ist kaputt. Wie gesagt, ich greife immer bei echten Spielern zuerst die Kanonen an, weil die mir wirklich am meisten Angst machen. Der Rest, der ist so mittelmäßig, da kann ich ein Auge zudrücken. Der kann noch ein Stückchen überleben, aber die Kanonen machen mir dann doch schon ein bisschen Angst. Ich werde gleich nochmal eine zweite Kanone auf den Bogenschützenturm hier hinten draufhauen, weil der dann doch, ja, er macht nicht so viel Damage wie ihn. Komm, ich brauche noch eine Energie. Bitte, 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 bitte. Ah, komm. Na komm. Danke. So, der Bogenschützenturm ist kaputt fast. Er ist fast kaputt, aber es sieht derzeit eigentlich nicht schlecht aus für uns. Wie gesagt, wenn jetzt nicht gleich die Verbindung abbricht, gewinnen wir auch diesen Kampf. Mit Verlusten, das ist klar, bei normalen Spielern Level 22, nur 6 Level unter mir, ist sowas total relevant. Ich setze hier noch, oh Gott, es leckt gerade mega, bitte Verbindung, bleib da, bitte bleib bei mir. Der Kampf ist doch gleich zu Ende, du brauchst nur noch ein paar Sekunden da zu bleiben und bitte, bitte, komm, 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 komm. Ja, wunderbar. Gut, dieses Dorf ist befreit natürlich. Wir haben nur einen einzigen Verlust bei so viel Rohstoffen, bei zwei Medaillen und so geht's jetzt auch weiter. Die nächste Map heißt Wutanfall, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Also wer hat hier bitte einen Wutanfall? 1, 2, 3. Also derzeit gefällt mir die Insel noch sehr gut, weil sie einfach sehr leicht zu zerstören ist. Und jetzt hau ich eine richtige Lähmung rein, ein richtiges Einfrieren. Wunderbar. Ich glaube, wir brauchen sogar noch eins. Ja, brauchen wir. So. Ah, komm, mach doch den scheiß Flammenwerfer kaputt. Ich krieg hier sonst noch einen Wutanfall. Nein, krieg ich natürlich nicht. Ich krieg doch keinen Wutanfall. So, das Dorf ist auch geschafft ohne Verluste. Bum 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 bum. Budum. Ja, gut, jetzt haben wir das geschafft ohne Verluste. So, und der Chevron wird auch gleich dem Erdboden gleich gemacht. Komm, schießt bitte alle ganz schnell. Ich habe die eine Kanone leider nicht mehr mit den Ka anderen, mit meinen eigenen Kanonen zerschießen können, aber es war kein Problem. Wir haben keine Verluste. Das ist der Sieg über den Chevron. Und ich bin beim Zylinder auf Level 10 und er sollte eigentlich auch keine große Schwierigkeit darweisen. Die eine Kanone ist gleich tot, wunderbar kaputt. Jetzt haue ich hier noch eine Heilung rein, ganz schnell, ganz flott. Der eine Bogenschützenturm ist auch dem Erdboden gleich gemacht. Es lebt nur noch ein einziger Bogenschützenturm, den ich jetzt hier ein bisschen nachhelfe mit einer wunderschönen Rakete. Und das Dorf ist ausgestattet. Zylinder Level 10. Ohne Verluste. Geschafft. Jo Leute, ich bin gerade beim Kastanienhain, beim Kastanienhain und auch er wurde gnadenlos ohne Verluste auf meiner Seite zerstört. Und ich bekomme sogar noch was ganz Wunderbares. Nee, bekomme ich doch nicht. Schade. So, wir sind jetzt im Land der Sonne, der aufgehenden Sonne. Ich glaube, das soll China darstellen. Überall Flammenwerfer. Nee, vergesst, vergesst. Wir sind hier gerade auf der Insel aufgehende Sonne. Und die wurde gerade auch einfach nur dem Erdboden gleich gemacht. Und ich kann euch gleich nochmal die Map zeigen, bevor wir jetzt gleich hier in den nächsten Angriff gehen, weil wir haben schon jetzt über 50%. Wow. Wow, Tim. Freu dich. Und wir haben ein Lebensfragment bekommen. Wunderbar. Okay, ich zeige euch jetzt mal die Map. Ich zeige euch die Map. Ich zeige. I show you the map. Wir haben hier noch ein paar Gebäude überall, aber der Rest hier hinten. Da stehen nur noch vier, wie gesagt, hier Hermanns Hauptquartier kommt als letztes dran. Hier ist fast gar nichts mehr. Überall nur noch ein paar Inseln, da sind meist die meisten online. Den Chinesen, den greife ich gleich nochmal mit euch zusammen an. Und ich glaube, dann werden wir in der nächsten Folge die ganze Map reinigen. Ich mache jetzt noch ein paar Truppen. Ich werde jetzt auch gleich weiter aufnehmen. Übrigens, das Video für heute am Sonntag habe ich schon gestern am Samstag aufgenommen. Und das Video für morgen am Montag habe ich auch am Samstag aufgenommen. Das heißt, jetzt, wo ich gerade aufnehme, ist Samstag. Aber das wusstet ihr nicht. Ha!
Und ich wollte es einfach nur sagen, nicht, dass ihr ein bisschen hier denkt, ist er dumm, redet von Sonntag, ist Samstag, hä, was ist hier los? Jetzt habe ich gesagt, ich hoffe, wir hören uns im nächsten Teil von Clear the Map wieder. Ich hoffe, das ist dann auch das Finale von Clear the Map, dass die ganze Map dann einwandfrei freigeräumt ist. Und dann würde ich mal sagen, wir hören uns bestimmt bald wieder. See you later. Alligator.